Hallo hier, Fleur. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play Horizon Zero Dawn auf dem PC. Mal kurz vernünftig speichern. Die Welt außerhalb des Heiligen Lands. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Wer die Frau ist, die aussieht wie ich. Warum sie mich töten wollen. Olins Spur führt nach Meridian. Wenn ich ihn kriege, wird er reden. Und für die Leben bezahlen, die er vernichtet hat. Genau, so sieht's aus. Danke für die Einleitung des Intros. Liebe Aloy, wir wollen erstmal zum einsamen Berg und dann wollen wir gucken, was mit der Koa passiert ist, beziehungsweise wie es ihr geht. Ist doch der richtige Weg. Warum willst du denn anderswo lang? Wunderbar, geht's hier runter. Hallo. Ha, jetzt aber. Nee, der ist zu schade. Ein neues Jägergebiet. Aber jetzt gerade nicht so Lust drauf, muss ich ehrlich sagen. Da ist noch ein Lagerfeuer. Also der ist ziemlich... Ich sollte meine Waffen hier nicht benutzen. Das wäre geschummelt. Hä? Ach so. Das wäre geschummelt. Entschuldige bitte. Verkaufen. Hier können wir alles verkaufen. Hallo? Hier können wir alle verkaufen. Danke. Auch wenn es nicht viel bringt. Die können wir alle verkaufen. So. Habe ich nochmal von allem etwas. Sehr gut, dass wir noch ein paar Reise-Schnellpakete bekommen, die wir unbedingt brauchen. Achso. Ja, das brauchen wir nicht. Nee. Und nee. Sind aber andere als eben, ne? Trampler sind das. Das ist ein Fuchs. Ah, den lässt mich nicht gucken. Okay. Aua.
Haben ja gesagt, großkotzig, die Straßen sind sicher. Da ist noch ein... Boah, ich sehe hier heute so schlecht, weil der Monitor alles so spiegelt. Na? Ja, der ist auch da lang. Hier oben lang. Wildlicht. Lanzhorn. Ich hätte mir eigentlich eine Reitmaschine rufen können. Beziehungsweise bin ich nicht eigentlich ein Level aufgestiegen? Mal ganz kurz gucken. Fähigkeiten doch. Da, kann ich auch machen. Ja, wunderbar. So, zack. Und. Ah. Ich hab vergessen, dass ich auch noch auf den anderen reiten konnte. Aus dem Weg! Entschuldigung, er war aber am Weg. Ja! Hallo? Ich habe gesehen, wo du warst. Die neuen Siedler wissen Kunst nicht zu schätzen. Sie hatten dein Werk schon in einem Graben entsorgt. Aber ich konnte die Zeichen lesen. Die Kratzspuren im Dreck. Die Überraschungsspritzer. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Neil, noch immer auf Banditenjagd? Oh ja. Ich habe meine Klinge gewetzt, weil ich einen Kampf gewittert habe. Missversteh mich nicht. Aber dieser Abschaum stinkt. Und Panik und Verzweiflung verstärken den Duft. Wie Räucherwerk. Und wie heißt dein Messer? Wozu braucht dein Messer einen Namen? So viel zum Plaudern. Bist du bereit? Aber glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Keine Angst. Wir nehmen dein Geheimnis mit in ihr Grab. Ach, der will das dann räuchern. Soll ich? Lass mal kicken. Da vorne ist angeblich keiner. Ach, da oben ist so einer. Sag ich doch. Da und da. Danke. Ein Schuss, ein Treffer.
mal sowas. Also du stehst hier geduckt bei mir. Gucken wir mal, wann er zurückkommt. Hallo, ich habe einen wundervollen Pfeil mit deinem Namen für dich drauf. Leichen. Mist, der steht genau vor dem Pfeil. Vor dem Zaunpfahl. Stehen. Ne, krieg ich auch nicht, aber ich schon hier aus. Komm doch mal hierher. Das ist schön. Guck mal, sonnig. Gemütlich, da ist sogar Feuerchen. Geh da hin. Los. Ja, so ist fein. So ist fein. Eins, zwei. Und sonst? Da. Drei, vier. Ach, das ist hinten. Da sehe ich euch doch nicht, das ist doch doof. Oha. Wo ist der mit der fetten Waffe? Also einer da ist noch. Boah, wie viele sind denn hier? Ich weiß nicht, eine Party oder was? Die ist einfach auf der Suche nach mir. Ich wollte gerade sagen, die ist einfach hier warm vorbeigelatscht. Was ist das denn für eine? Wo hast du deinen Kopf, Freund? Keiner da. So, die sehe ich nicht, die sehe ich nicht, den sehe ich nicht. Da ist noch einer. Den da hinten müsste ich eigentlich sehen, aber den sehe ich schon. Hoppala. Da ist mir leider mein Pfeil ausgerutscht.
erlegt hier. Also, los. Wenn wir uns nicht wehren, sind wir geliefert. Komm doch nicht zu mir! Du bist kein guter Partner, Freund. Hätte da hinten Purzelbäume, was ist das? Aber ich kann auch Katze hier machen. Ich hab sie verloren! Du siehst sie, sie sehen dich nicht. Oh ja, dieses Versteck, es ist... unsichtbar. Dein Ernst? Gut so. Ich gebe diese Rumsucherei auf. Ich gebe diese Rumsucherei aus. Gar keinen Bock mehr. Da ist noch eins, zwei, drei. Und dann noch drei, meine Güte. Wenn sie das Signal auslösen, macht das sicher eine Menge Lärm. Ich bin unsichtbar. Man sieht mich nicht. Jetzt noch einer. Ah, wo bist du denn hingelaufen, meine Güte? Du hast doch bestimmt den Stein nur wieder. Da ist doch. Yay. Mal rumkraucht danach. Leise. Ja, natürlich, ganz leise. Du hast es nicht gerade geräumt hier. Und dass wir leise sind, Aloy. Wüstenglas, ein Amulett. Awad hat der Rebellion noch immer kein Ende gesetzt. Vielleicht hat er Angst. Warum kämpfen wir an einer Apparatur herum, die einen Job erledigt, den dir Kaja an einem. Sieht aus, als wäre ich sicher.
Ich weiß nicht, Aloy. Ich bin mir da nicht so sicher. In diesem geräumten Lager. Könnte ganz schön kritisch für dich ausgehen. da ist noch was. Und hier liegt noch eine. Ja, der Trank. Nur als kleine Erinnerung, Fremde. Was? Machst du mich so von der Seite an? Ich hab dir gerade das Ding hier leer geräumt. Was willst du von mir? Wenn du mit doof kommst, hast du auch einen Pfeil im Kopf. So. Scherben. Scherben. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Nee. Wir bezahlen für die Sünden von Sonnenkönig Jiran. Angeblich soll eine Gruppe Osseram irgendwo im Norden unterwegs sein, um Schrott von den Alten einzusammeln. Ich könnte auch da hochklettern. Aber auch nichts Besonderes gehabt, nur Scherben. Ein Wunder der Sonne. So, aber ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Und wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, ob wir beim nächsten Mal denn tatsächlich beim Eisernen Berg ankommen, dann lasst mir doch gerne ein Abo da und wir hören uns, sehen uns dann beim nächsten Mal.